5 war, habe ich angefangen, auf Vereinsebene Fußball zu spielen, bin mit meinem größeren Bruder mitgegangen, habe mit den Jungs gekickt und habe halt die Faszination Fußball das erste Mal erlebt. Als ich 10 war, habe ich schon in der U14 Kreisauswahl gespielt, sogar schon 2 Jahre lang. Und da habe ich das erste Mal mit wirklich größeren Frauen zusammengespielt. Ich habe im großen Tor gespielt mit 10 Jahren. Als ich 15 war, wurde ich das erste Mal in eine Jugendnationalmannschaft berufen, in die U15. Ich war unglaublich stolz, dass ich die erste war bei uns aus der Region, die einmal das Trikot der Nationalmannschaft tragen durfte. Und ab dem Zeitpunkt wollte ich ganz oben ankommen. Als ich 20 war, habe ich es geschafft, das erste Mal so richtig bei den Frauen dabei zu sein. Ich wurde nominiert für die Frauenweltmeisterschaft 2011 in Deutschland. Die Bühne war bereitet, um auf der ganzen Welt Spiele zu spielen, um Kulturen zu erleben, und es ging einfach genauso weiter.